Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein neues Bier-Tasting mit dem Hannes. Das ist der Hannes, das ist der Ramses. Wir sind schlau, wir haben nämlich gelernt. Wir haben ein Feuerzeug dabei in Farbe Urin, gelb. Beim letzten Mal hatten wir nämlich gar kein Feuerzeug. Dann habe ich immer mit einer Flasche eine Flasche aufgemacht, dann ist alles rumgeflogen. Und mit der zweiten, wo man keine Flasche zu hatten, musste man mal eine Bank aufmachen, ist noch mehr rumgeflogen. Am Ende sind wir rumgeflogen und die Sonne hat geknallt und gebrannt und gemacht. Wir wollen jetzt zwei Bier-Tastings machen. Das sind aber zwei extra Videos für euch und haben im, ich glaube, das war sogar... Im Norma habe ich das gesehen. Diese fette, große Pappbox von Eibauer. Spezialitätenbox. Seit 1810 feinste Biere. Das können wir von der Seite mal zeigen. Seit 1810 feinste Biere aus der Privatbrauerei Eibau Isa GmbH. Eibauer 8x0,5 Pfandflaschen. Eibauer Spezialitätenbox. Da ist ein Baum, da ist ein Haus. Das sieht sehr schön aus. Wir brauen schwarz. Und können auch anders. Das klingt illegal. Das klingt ja wie die brauen heimlich, ohne dass das jemand mitkriegt. Sie können aber auch anders, indem sie dann das in den Handel stellen, dass ihr das kaufen könnt. Vom Eibauer Zwickel bis zum Eibauer Radler probieren und erleben Sie Oberlausitzer Braukunst mit dem feinen Unterschied aus Tradition. Das müssten jetzt alle Flaschen sein hier drin. Und das wollen wir jetzt gleich aufmachen. Und uns da mal durchtesten, durchprobieren. Durch was auch immer. Hannes hat wieder einen kleinen Kopf. Jo. Mein Kopf ist größer. Da ist nämlich mehr Gulasch drin. Deswegen ist der Hannes immer so besonnen und ich immer so bescheuert. So, wir machen das jetzt auf. Wir gucken mal. Das sieht ja sehr schön aus. Ich würde die jetzt auch mal ordnen mit dir zusammen. Nach dem Gehalt mit Prozenten. Das hat 6,7. Ich glaube, das ist das meiste. 4,8. Die leichten kommen in deine Richtung. Das ist 4,2. Kommt noch weiter vor. 4,5 kommt dazwischen. 2,5 ganz vor, richtig stark. 5,2. Das kommt hier rein. 4,8, 5,2 kommt danach. So, ich vertraue dir nicht. 6,7 ist dasselbe wie das, aber weil die ist schwarz und das ist Gold. Das kommt davor, weil schwarz sieht krass aus. Und 2,5. Da vorne ist dasselbe. Noch ja, sieht anders. Fast Naturradler identisch drin. Aus. So, dann kann man so machen. Und dann sieht man, dass da nichts mehr drin ist. Und dann kann man das mal hier rüberlegen und kann sich das Kalea Beer Tasting Glas schnappen. Und ein Feuerzeug. Und jetzt müssen wir euch, wenn es 8 Stück sind, ich stelle mir mal 4 so und 4 so und dann machen wir, ja, eigentlich ist es egal. Es steht eh alles vor uns, so dass man einfach gar nichts mehr sieht. Total bescheuert. Wir nehmen, ach, stell sie einfach mal neben die Kamera. Wir brauchen ja hier den Platz dafür. Fangen ganz links an, was wohl irgendwie eine Art Radler sein soll. Das ist ein Radler Naturtrüb. Eibauer Radler Naturtrüb. Wie gefällt dir das Etikett? Ja. Es ist alles grün. Grün gehalten. Es glänzt auf jeden Fall. Flasche grün, Etikett grün, hinten grün. Hier der Deckel, der leuchtet richtig schön grün. Der sieht sehr einladend aus, das passt. Seit Oberlausitzer Braukunst 1810. Okay, Radler Naturtrüb. 50% Vollbier, 50% Erfrischungsgetränk. Zitrone, vor allem sind es alles dicke, große Flaschen, die wir uns jetzt natürlich teilen wollen. Und das heißt, ich schenke mir mal ein, dann gebe ich es dir, dann schenkst du dir ein. 0,5. Ich könnte mir das Glas voll machen, du gibst dir den Rest und bei der nächsten machst du deins voll und ich nehme den Rest. Dann wechselt man sich theoretisch immer ab. Da wird es nicht so kompliziert mit aufteilen. So, das heißt, ich habe ein volles Glas und habe mit dem 2,5er angefangen. Und dann müsste ja eigentlich beim Hannes der Rest reingehen. Wir können uns auch die Farbe mal angucken. Das
Das prickelt schön, das perlt schön hoch. Es ist ein bisschen trüb, ja, okay. Aber trotzdem hat es eine gute Farbe, sieht sehr goldig aus, macht einen guten Eindruck, hat ein freshes Etikett, gefällt mir vor allem auch der Kronkorken, der grüne, nimmt man gerne mit. Hannes. Jo, Prost. Da. Guck mal da im Vergleich, halt mal deins zu nehmen. Ein Hannes Science ist richtig. Jetzt Spülmittel schon wieder, ein ja. Schönes goldenes Bier zum Durchgucken und hier Spülmittel mit Schmand drin. Da ist wahrscheinlich unten wieder was, Hopfenextrakt, irgendwas drin. Ja, das schütteln brauchen wir ist jetzt das der Rest, genau. Erdapfelsaft. Nächstes Mal schütteln, dass gleich alles rumfliegt. Apfelsaft. Dann lass ihr es schmecken. Prost. Sagen wir gleich mal, wie es schmeckt. Und ob du, ich bin ja kein Radlerfreund eigentlich. Und? Für einen Radler eigentlich ziemlich gut, aber ist mir trotzdem zu süß. Ich habe schon bessere Radler getrunken. Es ist für mich geschmacklich, weiß ich nicht. Wir bringen das, weil Radler ist ja immer mit Zitrone. Kann ich nicht. Ich hasse Zitrone irgendwie manchmal so richtig. Man kann es trinken. So besonders finde ich es jetzt nicht. Hab schon bessere naturtrübe Radler, mag ich eigentlich mehr als normale, aber. Das ist ja naturtrüb. Hat bei mir aber komischen trotzdem. Geschmack gehabt. Das war mir noch zu klar, das war nicht trüb genug. Deins war ja trüb und deswegen hat deins auch besser geschmeckt dir als mir. Das ist ja das große Problem. Er hat eine Apfelsaftschorle gehabt. Oh, mein Bobs tut hier noch weh. Jetzt haben wir das nächste. Mint. Das ist ja genial. Das hat auch eine grüne Flasche und ist ein Eibauer Summer Mint. Sommer Minze als Bier. Das ist kein Bier, ist Pfeffi oder was? Das hört sich an. Sommermint. Sehr erfrischend hört sich das an. 50% Vollbier. 50% Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack. 2,5%. Das sieht gut aus. Die Schrift auch golden. Das passt. Hier oben der Deckel sieht genauso aus wie bei dem davor. Ansprechend auf jeden Fall. Ich tue es mal kurz öffnen. Und jetzt darfst du, ach du hast gut, du darfst dir das ganze Glas voll machen und ich darf nur den Rest kriegen. Aber mit Minze, ich habe noch nie gesehen, dass welche jetzt Bier mit Minzgeschmack, mit Minze mischen. Außer wir bei der Schokomars, wo wir dann einfach Pfeffi mit reingemacht haben zu der Schokoladenmilch. Das riecht extrem die Minze. Das riecht wie Wrigley's Mentos Spearmint. Also das ist cool, ich glaube das ist schön gekühlt. Als Erfrischung würde bestimmt passen. Bei uns ist leider nichts gekühlt, das steht die ganze Zeit in der Küche rum. Das ist aber gut gemeint, du hast mir extra noch was drin gelassen. Weil dein Glas ist nicht voll, Hannes. Da hätte noch mehr reingepasst. Da wolltest du wieder, dass ich, ja. Das sind die Hannes seine Tricks. Jetzt ist bei mir mehr drin als beim Hannes, obwohl der Hannes ja eigentlich mehr haben sollte. Dann nehme ich die nächsten zwei mehr. Aber Summermint. Finde ich gut. Hört sich sehr erfrischend an. Sieht besonders schön aus, muss man da sagen. Dann. Jo, dann mal Prost, ne? Prost, Hannes, und lass es uns schmecken. Jo. Sehr geil. Wirklich, als würdest du eine ganze Packung Mentos Spearmint kauen, die sehr erfrischend und lecker sind. Die normalen Mint mag ich gar nicht, aber die Spearmint finde ich richtig gut. Aber ich muss sagen, das Etikett und alles, ich meine, das verspricht auch der Name, der verspricht, was das hält. Noch nie so eine Kombination erlebt oder gehabt. Ja, sehr gut. Also das hat mich auch überzeugt. Das finde ich gut. Das würde ich auch so kaufen. Das ja, Radler nicht. Definitiv. Wenn beides 2,5% hat, dann lieber das Spearmint Beer. Jetzt haben wir irgendwas Schwarzes, Dunkles, Lausitzer. Bier. Lausitzer Dunkel. Ich kaufe auch immer das Lausitzer Porter. Und das sieht sehr edel aus. Diesmal dunkle Flasche. Ein dunkles Etikett. Also alles eher so rötlich, weinrot bis braun. Trotzdem goldene Schrift. Es glänzt wie verrückt, wie eine Speckschwadde. Lausitzer Dunkel. Art out. Bruin. Mit 4,2% Schankbier mit Süßungsmittel. Wow.
Hier der Stopfen, das ist der Stopfen. Es sieht edel aus. Also ich muss sagen, die Flaschen, die machen, der Karton sieht richtig pappig und blöd aus. Naja, der aber Karton die sieht nach gar nichts aus. Die Flaschen, die machen schon was her. Aber die Etiketten gefallen mir eigentlich alle und die Kronkorken. Und ich schenke mir jetzt erstmal ein. So, und jetzt darf der Hannes sich natürlich den Rest einschenken. Sieht aus wie ein Cola-Weizen. Hat eine richtig dunkle Farbe. Das perlt wieder schön hoch. Das ist kein bisschen trüb. Nichts Trübes, richtig glasklar, aber so dunkel, dass es trotzdem schwer ist durchzugucken, wenn du es richtig so gegen das Licht hältst. Das ist eine super krasse Farbe, sieht aus wie ein Karamalz oder irgendwas anderes. Ich bin gespannt, dunkel mit 4,2, ob das was kann. Wie gesagt, Dunkelbiere und Schwarzbiere mag ich weniger, weil die einfach... Ja, Schwarz kommt als nächstes. Ja, weil es einfach zu kräftig ist, einfach zu aber es zu riecht auch so ein bisschen malzig. Ja, eben, und das mag malzig ich nicht. Ist meistens wieder süß dann. Da steht ja auch schon drauf, irgendwie was mit Süßungsmitteln. Ja, deswegen, aber das Zeug... Hannes, da musst du jetzt durch, ich musste auch durch Prost. Dein Radler durch und deswegen... Prost. Ja, aber das Minze hat ja gut geschmeckt. Ja, Minze, aber Radler war Radler, du. Naja, aber da ist Minze besser gewesen. Runter damit. Oh, es tritt Prost, schon auf Mahlzeit. Magen irgendwie. Prost. Ja, haben wir noch, ich glaube, wir haben schon. Moment. Oh ja, nicht meins. Wow. Das schmeckt genau original wie das Lausitzer Porter. Und ist einfach... Lausitzer Dunkel. Als hätten sie beides, kommt aus dem gleichen Pferd und wird in unterschiedliche Flaschen gefüllt. Das ist doch wie das, ja, wie du schon sagst, das Porter mit dem Kirschgeschmack. Ja, aber Kirsch ist ja wieder Kirsch. Lausitzer Porter mit dem roten Deckel ist einfach nur Schwarzbier. Zack, boah, fertig. Und dann gibt's extra Porter Punsch und Porter Kirsch und Porter Erdbeer. Aber das normale Lausitzer Porter, da ist kein Mischbier, keine besonderen Geschmäcke. Das ist original so wie das. Ich habe ja einen ganzen Kasten für den Geburtstag besorgt. Lausitzer Porter, da kannst du ja mal einmal deinen Finger reinstecken und probieren, wie das Lausitzer Porter schmeckt. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Das ist sogar ein Diabetikerbier, das ist mit Süßungsmittel. Wir haben jetzt das Eibauer Schwarzbier. Uiuiuiuiui. Das im Gegensatz zu dem davor hat keine rötliche Note. Das hat eher ein dunkelblaues Etikett, aber wieder goldene Schrift. Sieht wieder edel aus. Hier oben habt ihr dann weiße Schrift drauf. Auf dem Kronkorken macht an sich wieder eine gute Figur, würde ich sagen. Ist ein edler Tropfen. Ansprechend auf jeden aber Fall. Aber schwarz. Oberlausitzer Braukunst mit dem feinen Unterschied. Das große Schwarze. Feinwürzig und aromatisch. Der vollmundige und elegante Genuss. Woppa! Jetzt ist die Flaschenplatz. Jetzt darfst du hier ja zuerst einschenken, weil das Schwarze ist ja dein Lieblingsbier. Boah. Lausitzer Dunkel, das lieblich aromatische Art Out Bruin. Die traumhaft süffige Brauspezialität aus Eibau. Da ist ja jedes Mal hinten ein kleiner Text, den ich vergessen habe vorzulesen. Da nicht. Da auch nicht. Na. Das sind nämlich nur die Inhaltsstoffe. Aber bei den zwei edlen Magen, die keine Radler sind, haben sie sich Mühe gegeben und haben einen kleinen Infotext noch hinten drauf gezimmert. Ja. Mahlzeit. So. Das geht ja trotzdem an sich ganz gut auf mit dem Einschenken, du, ich. Da hab schon wieder mehr. Mach ruhig voll dein Glas, Hannes. Du musst nicht immer so großzügig sein. Super schönes Etikett wieder mal. Stellen wir da mal ab. Ich gönn's dir doch. Tun es mal daran. Das hat eigentlich die gleiche Farbe wie das davor. Es ist wieder sehr klar, aber es ist so dunkel, dass aber du kaum durchgucken halt, kannst. So rubinrot irgendwas. Von der Farbe richtig stark. Schmeckt wahrscheinlich genauso. Hat 4,5 statt 4,2, 4,5. Wir steigern uns. Das erste hat aber mehr nach Porter geschmeckt wie das. Das erste hat eher so eine Malznote mitgehabt.
habe ich hier jetzt nicht, im Schwarz. Und für dich ist es nix. Ja. Fandst du das jetzt schlimmer als das Dunkle? Ja, das muss ich sagen. Das ist mir. Oh, das es wird immer schlimmer, ja. Von Bier zu Bier. Oh, was bei mir schlimm wird, ist hier Sitzfleisch. Es tut alles weh beim Sitzen. Ich muss mich jetzt mal ganz hinten anlehnen mit dem Bobs und hier nach vorne reinschießen. Nee, komm, aber das Dunkle ist ein Schwarzbier. Da ist sie wieder da, die Oma. Nee, aber wenn man guckt, kommt sie vielleicht. Man muss es sich nur ganz sehr wünschen und vorstellen. Okay, und mal winken, vielleicht winkt sie ja zurück. Aber na, Schwarzbier und das Dunkelbier, nee. Ist absolut nicht meins. Oh. Oh. Hannes. Schmeckt doch so gut. Ja. Jetzt wünsche ich mir die Minze zurück, weißt du? Das dachte ich mir aber auch gerade. Lieber davon noch zwei Minze statt dieses dunkle und schwarze Bier. Das ist, da kommt auch der blanke Schaum, der dir da wieder hochfährt die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Jetzt schon, haben wir ein Jubiläumspilsner. 1810. Die haben ja gesagt, dass das hier von 1810 ist. Das hat jetzt ein grünes Etikett. Das sieht auch wieder sehr edel aus. Denn goldene Schrift, ein Etikett gebogen, alles hin und her. Hier hinten die 1810 ist ganz in den Hintergrund gearbeitet, die Zahl. Und schimmert dann nochmal in einem anderen metallischen Grün durch. Das ist schön. Und hier steht jetzt Jubiläumspilsen 1810. Wir brauen privat. Bereits seit 1810 steht Eibauer für feinste Oberlausitzer Braukunst so natürlich und unverwechselbar wie unsere Heimat und ihre Menschen. So einzigartig ist auch unser Anspruch an Qualität und Eigenständigkeit unserer Premium-Biere. Auf ihr Wohl. Michael Ruland, Braumeister, hat sogar unterschrieben auf der Flasche. Original. Musst du aufheben, kannst du bei eBay verkaufen. Ja, aber ich muss sagen, die Etikette, die sehen eigentlich bei allen, die wir jetzt hatten, schon eigentlich ziemlich gut aus. Ist ja gut. Ist ja gut, sieht er aus. Aber wunderbar ist das. Die werden immer edler und immer schöner. Ja, ja. Wenn wir beim letzten Bier sind, sieht das erste auch schöner aus als beim ersten Mal, weil mit zunehmendem Bier ist das Etikett wird immer schöner, du. Wir trinken uns die schon. Eibauer 1810. Ich, Hannes, ich bin dran mit Einschenken. Da musste ich nochmal nachgucken. Du hast ja eben erst. Ich, Hannes. Ja, so. Okay. Hannes, du fährst heute nicht mehr. Nee. Mit dem Fahrstuhl, du musst daran laufen. Ich lauf. So, das ist dein Jubiläums Pilz. Der Waldgarten in Jerusalem. Ich bin ja froh, dass hier so ein Tisch steht, ja. Das nächste freue ich mich besonders drauf. Weil das nächste, das hat so ein weißes Etikett, aber wir sind jetzt nicht beim nächsten. Hannes, mach keine Faxen. Das läuft doch raus. Wenn ich musst du mit dem Mund an die Flasche und musst erstmal den so. Ne? Das ist dann der Strafschluck. Genau. Ja, der Hannes hat jetzt versucht, das Bier einzuschenken und hat aber einfach den Tisch. Und ne? Das heißt aber im Umkehrschluss, ich hab's verkackt, weil ich hab zu wenig. Das kenne ich aus dem Film, wenn die mit der Nase immer da das weiße Puder rumziehen. Hannes macht das halt mit dem Mund. Bier. Ja, ich mach's mit dem Mund und mit dem Bier. Obwohl, vielleicht war es gar nicht der Mund, vielleicht war es auch die Nase. Ja. Da bin ich mir jetzt unsicher. Das wissen wir nicht, ne? Hat der Hannes sich das Bier jetzt in die Nase. Ja, genau, richtig. So, das halt mal hier, das perlt. Das hat eine schöne Farbe. Definitiv, ja. Oh, irgendwas krabbelt gerade an meinem Bein. Und. Ja, ist richtig schön klar, sieht gut aus. Es ist ein Jubiläumspilz. Prost. Ich würde sagen, das schmeckt dir jetzt viel besser. Pilz, da bin ich auch nicht so davon, weil das meistens herb ist. Herb ist. Dafür, dass du kein Freund bist, ist es aber direkt leer. Das muss ich dir jetzt aber zugute heißen, dass du da so das Bier trinkst. Gib mir mal die Flasche wieder aber her, du. Ich muss das hier drüber hinstellen. Aber ich muss echt sagen, das Pilz, das ist. Das schmeckt sogar mir. Mir? Ja, mir.
Mia Superstar, hat die das auch schon getrunken, ja? Oh ja, oh ja. Ich finde, es ist halt alles total schaumig und warm. Und deswegen ist egal, was man probiert, es ist alles eher leidend. Ja, ich trinke eigentlich normalerweise keinen Pilz. Wie gesagt, außer Warsteiner mal. Warsteiner ist auch noch. Aber ja. Achtung, 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 Achtung. Ne, Wips. Die ist jetzt zum Jubiläum dazu. Ja, die zweite auch schon. Dachte sich, ach du meine, wir haben doch gar keine Erdbeermaß. Was ist denn mit euch? Ja, aber das süße Bier hier. Das dunkle Lausitzer und das Schwarzbier. Schwarzbier. Wir kommen jetzt zu einem, das würde mir auffallen, das hätte ich mitgenommen im Supermarkt. Ja, ihr wisst ja, was ihr immer zu im Bart, ja. Ipa. Im Ipa. Da wirst du schon wieder zum Hang wirst du da komplett. Wenn ich im Laden stehe und sehe dieses Bier, dann würde ich zugreifen. Denn der Ramses, der mag's schlicht. Der Ramses, der mag, wenn da nicht so viel drauf ist, wenn da 20 Bäume stehen und 30 Häuser und 20 Frauen und 30 Füchse, das ist zu viel. Und wenn es dann auch noch weiß und edel ist, und guck mal, da ist wirklich einfach nur Eibauer, Zwickel, Naturtrüb. Ohne Schnickschnack, ohne viel drumherum. Hat auch hier einen weißen Deckel. Der auch, ist auch ein bisschen Rundschrift hier oben. Das Rote, das glänzt wieder ein bisschen. Das sieht einfach, gefällt dir das nicht oder was, Hannes? Doch, ich sag ja, die sind die du Etikette. Sagst gar nichts. Die Etikette, die finde ich bis jetzt alle eigentlich. Ja, aber dir gefällt ja jede Etikette. Ja, machst ja gar keinen Unterschied. Ja, das ist ja schon wirklich nur noch genial, das Teil. Also das ist immer noch die Nummer 1 bei mir. Jo, was mir auffällt, dass eigentlich überall genau im gleichen Dings Eibauer steht, in der gleichen Größe, auf der gleichen Höhe. Nur mit verschiedenen Formen. Und hier ist präsent Zwickel. Zwickel, ja. Da haben sie die Tradition gebrochen und Eibauer ist nur noch klein. Großes Ei, kleiner Bauer. Nee, eigentlich kleine Bauern, großes. Ach, ich weiß es nicht. Ist doch egal. Das ist auf jeden Fall jetzt hier das Naturtrübe. Eibauer, Zwickel, Naturtrüb. Und kommt jetzt bei 5,2. Oh ja. Raus. Autoverkäufer oder was? Nein, ich sage jetzt nichts. Ich, Hannes. Hannes. Ich wollte auch mal dran kommen. Manchmal muss man das Wetter genießen und die Sonne und komische Geräusche machen. Wo ist die Biene? In meinem Hausaufgabenheft. Na, ja, wir haben heute schon wieder ersoffen. So, Hannes, bei mir funktioniert das, was ich das ganz einschenken kann. Und diesmal sind wir sogar recht gleich. Das ist so schön. Das finde ich total toll. Wenn du noch was haben willst, ich gebe dir gerne noch was ab. Nee, ich weiß nicht, was Zwickel ist, weil. Das eine ist immer Export und dann gibt es immer Pils und Zwickel ist auch eine richtige Biersorte. Zwickel? Was ist das? Da muss ich meinen Horizont erstmal erweitern. Deswegen würde ich sagen, Hannes, das ist ja Naturtrüb, du siehst, das ist hier ja, so. Die Farbe ist. Mir gefällt die Farbe gar nicht. Zu durchsichtig. Das Klare fand ich super, aber das ist halt wieder. Zu durchsichtig. Wie ein helles im Prinzip. Ja, das sieht aus wie ein helles. Und ja. Du magst helles, ich mag kein helles. Richtig. Ich mag dunkles und deswegen. Ich mag Präsentes. Jetzt gucke ich wieder mal, ob die Oma da ist und trinke mal einen Schluck. Ach, so machst du das immer, wenn ich weggucke, dann kippst du das einfach aus. In die Wiesen, nein. Wir wollen heute noch ein zweites Bier-Tasting drehen. Wir haben schon zwei Mars-Tastings gemacht. Alles für die Wissenschaft. Wir haben halt nicht so viel Zeit, das ist ja das Problem. Zeit ist knapp. Wunderbar. Du hast jetzt überhaupt gar nichts dazu gesagt, oder? Wie dir das schmeckt.
Ja, es schmeckt wie ein helles, finde ich. Also, es macht keinen großen Unterschied, glaube ich. Und naturtrüb war es ja auch nicht. Ja, doch, du kannst doch gar nicht richtig durchgucken, weil es so spülmittelmäßig verschwommen war und Dings, das ist doch trüb. Da war, nee, warte mal, da war trüb. Das hier, da war das hier noch richtig trüb. Das ist ja auch Radler-Natur. Trüb, ja. Jetzt kommt gleich alles hoch, der ganze Schaum. Aber ich hab's vergessen. Ja. Irgendwas wollte ich, aber jetzt weiß ich nicht genau. Über das Bier. Ich bin ja schon mal froh, dass es nicht herb ist, weil herb, ja, finde ich immer ganz schlimm. Richtig. Und nach Spülmittel hat bis jetzt auch noch nichts geschmeckt, wie in den Kalea-Adventskalendern, ja, immer. Aber ich finde, es ist auch jetzt, es ist alles irgendwie ein bisschen wässrig. Mir fehlt irgendwie so richtig, dass du merkst, oh, Bier, das schmeckt alles so wie warmes Wasser mit irgendwas drin. Aber nicht wie Bier, das ist anders. Das kommt mein Helles. Jetzt heller Bock vor allem. Ja, ein Bock. Heller Bock von Sinn. Das sieht aus wie ein Zitrusbier. Das ist nämlich mit dem gelben Etikett. Da steht Eibauer heller Bock. Nochmal Eibauer, nochmal heller und nochmal Bock. Und hinten drauf steht, warte mal. Da steht gar nichts. Bei den Zwickel steht halt wirklich gar nichts. Da haben sie gedacht, ach Zwickel, was wollt ihr mehr? Hier steht beim Eibauer heller Bock. Oberlausitzer Braukunst mit dem feinen Unterschied, helles Bockbier mit dem leichten, herzhaft, vollmundigen Geschmack, eine einzigartige Spezialität. 6,7% hat einen sehr goldenen Bibus hier oben, das ist auch, das ist alles so Metallic Look, richtig stark. Chirlaburg. Da freut sich der Hannes jetzt ganz besonders. Ja. Wer ist dran mit Einschenken? Wahrscheinlich ich, und deswegen schiebe ich dir was. Tut, tut, tut. Du bist dran. Wenn ich das sehe, würde ich in erster Linie denken, das ist ein Radler, wegen dem Etikett. Weil immer, das sieht so aus wie, ach, da ist Zitrone drin, ne? Weil das ist ja so gelb. Zitronen sind gelb, Limetten sind grün. Was trinken Kühe? Milch. Hä? Wasser. Also da haben die, damit sind wir die Leute verarscht. Hannes muss erstmal in sich gehen. Tief. Das ist doch zum Beispiel, wenn du das vergleichst mit dem anderen, dann musst du sagen, da kannst du durchgucken, weil das ist nicht trüb. Und das andere war doch viel... Ich sehe da auch nicht sehr viel auf der anderen Seite. Viel unklarer, weil das andere ja eher trüb war und so. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht den Unterschied siehst, dass das eher klar ist und das andere eher trüb war. Also... Zitrone ist es nicht. Nee. Ich tue es mal wieder hier hin. Aber auf der anderen Seite sehe ich trotzdem nichts. Also das ist immer noch. Hauptsache es geht runter wie nichts. Bei mir perlt das richtig schön attraktiv und bei dir sind da 2, 3. Genau. Das ist wie so eine Spermaprobe und du siehst, die sind lebendig, genau. Da tut sich richtig was, das fliegt alles tot rum und hier, das wird nichts mehr. Das ist Alorgal. Ich sage ja, das sind nur noch Alorgal. Aber wie schnell sich das geändert hat, ja, beim Einschenken so. Der erste Tropfen war noch gut und danach ging es gleich bergab. Dann probier mal deine Spermaprobe. Ja, mal gucken, ob es bei mir, genau, mehr prickelt als bei dir, weil hier ist ja mehr Action drin. Ja, genau. Dann ist er 3 Tage da, bis dann der Geburtstag ist und die anderen kommen. Und in den 3 Tagen machen wir uns so kaputt hier, dass am Geburtstag wir nach einem Radler in der Ecke liegen und alle denken, was ist mit denen los? Nach einem Radler? 5 Tage davor, keine Ruhe, nix. Und der hat schon wieder leer getrunken. Das macht er doch mit Absicht. Also als ob man aus Versehen leer trinken könnte, ne? Klar macht er das mit Absicht. Natürlich ist es aus Versehen, was glaubst du denn? Hannes, wie schmeckt's dir denn? Beschissen. Ich denke, du magst heller. Ja. Es. Ja, normal heller schon, ist. Aber das ist. Das war richtig schön hell jetzt. Ja, es war hell, aber für mich war es dunkel. Und eigentlich bei Bock denkt man doch, das knallt richtig rein und es schmeckt richtig. Aber ich merke keinen Unterschied, nee, zu den anderen.
Für mich schmeckt das alles so wie Light Bier. Ja, ne? Richtig. Wer kommt's? Ja. Ei Bauer in Amerika, wer kennt's nicht? Wenn du nach New York fährst, musst du immer an Ei Bauer vorbei, Ei Bauer City. Neuer Hotspot bei Ipogo. Ich trinke meins auch mal aus, Hannes. Du kannst so lange noch eine Geschichte erzählen, die dir einfällt. Aber ich nicht. Ja, ich muss sagen, aber von den ganzen, die wir jetzt hatten, ist mir echt dieses Summer Mint eigentlich am ehesten noch im Gedächtnis geblieben und war einfach am geilsten von allen. Bis jetzt. Okay, das letzte wird wahrscheinlich auch nichts mehr rausreißen, aber das ist, ich muss sagen, das Mint, das ist bei mir immer noch auf Nummer 1. Wie sieht das bei dir aus? Wir haben es denn damals geschafft, in Hibo dieses Polenbier-Tasting zu machen. Mit 19 oder 20 Flaschen, wo manche Flaschen hier 1,5 Liter waren. Ja. Und wo es hier an die 13% ranging und alles. Wie konnte man denn 19 Flaschen trinken in der prallen Sonne? Ja, wenn man weil jetzt, es nicht so heiß war, wie es momentan eigentlich ist. Es ist ja gar nicht heiß. Die Wolke ist ja, da. Ja, jetzt nicht, aber es war die ganze Zeit heiß. Ich friere, ich hole mir gleich einen Bademantel. Ist ja nicht gut an Bademantel, genau. Hey, ich glaube, ich hole mir einen Schal und eine Mütze. Wir waren damals einfach noch jünger. Und damals das auf jeden Fall. Jünger, da war das alles. Du merkst halt eh nichts und deswegen, jetzt merkst du es halt mit dem Alter, wenn das Bier immer in die Hose geht oder in die Füße reinzippelt. Deswegen müssen wir jetzt das nächste holen. Nachdem wir ja hier, das fand ich ja so toll, Zippel. Den Eibauer Zwickel, total in weiß und elegant, haben wir nämlich ein zweites Zwickel. Und das kommt und zwar das hier. Was will der mit seinem Summer Mint? Ich finde ja mal, geil. Ist ja aufgefallen, dass die beiden wirklich die einzigsten zwei sind, wo das Eibauer in den hinten reinruckt und das Zwickel präsent ist. Und das ist genau das Gegenteil, weil das ist die White Edition und das ist die Black Edition. Nee. Und das finde ich richtig cool, weil alles, was hier weiß ist, ist hier schwarz. Yin und Yang. Und deswegen ist das hier Eibauer Zwickel Naturtrüb und das ist Eibauer Zwickel Naturtrüb. Dunkel. Während das Zwickel eigentlich 5,2 hatte, hat das Dunkle auf einmal auch 6,7, warum auch immer. Ja, weil Dunkelbier eigentlich Starkbier ist. Ja, ich aber hier ist, guck, hier ist dunkel und hat nur 4,2. Da merke ich nichts Starkes, du. Aber das läuft unter Starkbier, das Teil hier. Umso mehr Prozent. Du hast einen schwarzen Stopfen mit roter Schrift, sehr elegant. Ja. Du hast schwarzes Banderolle. Doppelbier. Mit roter, glänzender Metallic-Schrift, sehr edel. Du hast dieses schwarze Etikett, präsentes Zwickel drauf, sehr elegant, richtig stark. Und hinten steht auch nochmal, stark Bier, Zutaten, Brauwasser, fertig. Deswegen schmeckt es immer so wässrig. Stark Bier. Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, gebraut und abgefüllt in der Privatbrauerei Eibau Isar. Kottmar, Ortsteil Eibau, eibauer.de, Made in Germany. So. Und das wird es noch richtig reinhauen. Ich habe ja gedacht, in der Zeit ist die Wolke wieder vor der Sonne. Weil aber das Etikett kommt nicht zur Geltung, wenn die Sonne da ist. Sie liegt genau jetzt in der Mitte. Ja, das bewegt sich ja trotzdem. Nee. Ja, ja, wir müssen am Ende nochmal die Flaschen alle zeigen. Ja. Ich sehe nämlich jetzt gar nichts mehr, weil ich in die Sonne reingeguckt habe. Und deswegen. Aber musst du jetzt, glaube ich, ja das letzte einschenken. Ja. Mhm. Ich mach's schon mal auf, Hannes. Mach bin das, ich ja nicht so. Ich mach's schon mal auf. Du kannst es schon mal machen. Ich nehme mich mal zurück. So ungefähr. Man. Enough talk. Amazing, man. Die Sonne. Darf sie wieder keine Rammstein-Werbung machen? Das ist ja wieder verboten. Ich verstehe nichts mehr hier. Ich auch nicht. Ich schenke mir jetzt mein Bier ein und dann sollen sie mich in Ruhe lassen. Und dann ist es auch okay. Ich hoffe, du hast nichts reingemacht. Nicht, dass ich dann aufwache und dann sage ich wieder, ich habe blaue Flecken. Oh, jetzt ist aber wieder mal. Ich stell's mir mal hier drüben hin. Und du kannst das jetzt. Das sieht schon wieder aus wie ein Cola-Weizen. Jetzt ist die Zunge wieder weg. Das ist gut. Dann können wir jetzt mal zu dem richtigen kommen. Nochmal das Etikett zeigen. Guckt euch dieses Etikett an. Einfach nur Eibauer Zwickel.
Schwarzes Etikett, rote Schrift, sehr elegant, richtig genial. Jetzt hältst du das hoch und siehst, das ist naturtrüb, weil da hast du so einen sämigen, komischen Schmand drin. Das ist nicht glasklar. Nee, ist es auch nicht. Das ist... Aber ich will... Hannes, ich will nichts sagen, aber in meinem Glas geht wieder voll die Party ab. Guck mal hier oben so... Ja. Und bei dir so ein paar einzelne Bläschen ja. Schwimmen nach oben. Warum? Ich weiß es nicht, aber... Ich dachte, es ist vielleicht vom Einschenken, dass der zuerst einschenkt, hat die meiste Kohlensäure und der zweite nicht. Aber diesmal hast du doch zuerst bei dir und dann bei mir und trotzdem... Knallt hier voll das ganze Glas rum. Und beim nächsten Tasting nehmen wir einen Strohhalm mit und wenn bei mir zu wenig Blubberdinge drin sind, dann mache ich mir noch was rein. Dann mache ich mir noch ein paar Blubberbläschen rein. Nee, aber das ist... Wir haben noch ein Tasting vor uns. Ach du, kennst du da noch, ja. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Yo. Deswegen gucke ich Bros. Mal nach da hinten, ob ich was Interessantes entdecke. Ob er die Oma wieder sieht. Hannes, das klang total cremig. Ja. Das heißt, wenn du jetzt noch eins trinkst, dann ist es soweit, glaube ich. Aber dafür hat man ja auch Pause. Man muss ja auch den Tisch dann erstmal aufräumen. Ja. Und ins Gebüsch da rein und dann erstmal Platz schaffen für Neues, für neue Abenteuer. Richtig. Also der Hannes ist schon wieder leer, ich habe da noch was drin. Ich möchte euch dann doch die Bierflaschen und Etiketten noch mal zeigen. Wer bis jetzt durchgehalten hat, ist ein absoluter Ehrenmann. Wer Eibauer supportet, ist auch absolut ein Ehrenmann. Gell? Da werden Augen geküsst und sonst was. So Ehrenmänner-Augen. Bin heute ein bisschen abgelenkt. Ach, die Sonne ist auch wieder mal ein Brecher. Ich muss schon wieder Zeit schinden, weil ich will ja nicht reintrinken in das Glas. Aber ich mache nur für dich tue ich jetzt das noch austrinken. Oh. Du weißt. Übergeben ist auf YouTube verboten. Deswegen dürfen wir das Video nicht mehr so lang machen. Sonst kommt es nämlich wirklich so weit. Ich weiß nicht was. Es ist sicherlich die Wärme. Es ist sicherlich, dass das alles komplett warm ist. Es ist sicherlich, weil es einfach Eibauer ist. Ne? Also Etiketten, super. Karton sah aus wie Mist. Etiketten, super. Alles super, aber geschmacklich ist da jetzt nichts dabei gewesen, wo ich sagen würde, das würde ich unbedingt nochmal holen. Bis auf das Summermint. Hey, aber das ist ja nur, weil das so mega speziell ist. Ich glaube. Ich zeige noch ganz kurz nochmal die Flaschen, weil das fand ich voll toll. Das war also das gute Eibauer Radler. Ihr seht es ja hier. Eibauer Radler, wie es glänzt. Das war super. Ne? Dann kam das Summermint. Eibauer hier, Summermint, so sah das aus, das war richtig schön, beste. Goldene Schrift, Eibauers glänzt, und ihr seht ja hier schon, er ist immer präsent in der Mitte, der Eibauer Schriftzug, der schön glänzt, hier auf diesem Lausitzer Dunkel, Etikett, wunderbar, daneben hat man das Schwarzbier, so statt dem Roten war dann das Blaue da, Eibauer Schwarzbier, super genial. Vom Blauen kommen wir dann ins Grüne mit dem 1810 Hintergrund. Das Metallic fällt mal. Was da so Metallic reinkommt. Wir zeigen kurz das Goldene, weil das auch noch diesen Eibauer hat. Das war das helle Bock, wo du denkst, das ist Radler. Helles Burg. Und dann haben wir Yin und Yang gehabt, nämlich Eibauer Zwickel, wo diesmal Zwickel präsent ist in der Mitte, naturtrüb. Eibauer Zwickel und zu dem Weißen gesellt sich doch schwarze Eibauer Zwickel naturtrüb dunkel fertig. Das ist Ramses. Guck,
So sieht er aus. Das ist der Hannes. Moin. Du siehst aus, als hättest du heute schon Bier getrunken. Ja, irgendwie schon. Aber es ist sehr gemütlich, sehr familiär, ein Bierchen trinken. Ich weiß nicht, was der redet, aber ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Oh. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Wir müssen gleich noch ein zweites Tasting aufnehmen, weil dieser Karton Eibauer Bierspezialitäten ist jetzt leer. Und wir haben hier noch einen Karton, da ist sogar ein Glas drin, von der Inselbrauerei. Yo, aber das seht ihr in einem anderen Video. Aber Hannes ist am Start und deswegen grüßt den Fledermausturm. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, Eibauer. Macht es gut. Wenn ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare. So, wir sind jetzt schon wieder bei Achtung, Abzocke, Kabel 1. Ich habe Hannes gerade auf was hingewiesen, was ich entdeckt habe und er nicht. Ja. Weil hier sind doch auf dieser Packung 8 Biere abgebildet. Und wenn du siehst, da sind 8 Biere drauf, dann denkst du, dass diese 8 Biere in dieser Packung drin sind 8-mal. Jetzt haben wir das, so wie es hier steht, genau mal hier aufgestellt. Fällt euch was auf? Da ist eine Lücke. Denn, was haben wir denn nicht gehabt? Dieses orange Bier, was hier steht, helle da Landbier. Steht helles Landbier. Da war gar kein helles Landbier dabei. Aber dafür hatten wir ja das Eibauer Summer Mint. Das heißt, was ist das? Jetzt könntest du dich beschweren, dass das die Produktbeschreibung ist und das deutlich davon abweicht, weil dieses, was da gezeigt wird, hier gar nicht da ist. Aber wir wollen uns eigentlich gar nicht beschweren, weil das Summer Mint viel, viel besser geschmeckt hat als alles andere. Und da das helle Landbier wahrscheinlich auch nicht rankommen würde. So, was würdet ihr tun? Schreibt es mal in die Kommentare. Nix. Gut. Nee. Hallo Hannes. Ich würde mich beschweren, vielleicht kriegen wir dann noch ein neues von dem Teil. Vielleicht kriegst du auch eine Backpfeife. Das ist mir schon egal, ich würde mich trotzdem beschweren. Egal, solange ich Landbier krieg. Genau. Nein, solange ich Minzbier krieg. Okay, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Sonnenuntergang.